Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Mit einem Raumschiff voller Werwölfe von der Antike nach Mittelerde. Fantastischeantike.de, der Podcast. Eure Sendereihe zur antiken Rezeption in Fantasy, Science Fiction und Horror. Eine Audioproduktion von und mit Althistoriker und Fantastikforscher Dr. Michael Kloy. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es darf nicht wahr sein, seit 5 Monaten hat es keine Folge mehr von fantastischeantike.de, der Podcast, gegeben. Damit ist aber jetzt Schluss. Es geht jetzt ganz offiziell wieder los hier. Daran ist unsere heutige Gästin übrigens gar nicht so unschuldig, die ich jetzt schon mal flott in die Sendung dazu hole, damit sie nicht die ganze Zeit untätig daneben sitzt, während ich hier rumquatsche. Es geht natürlich, wie ihr dem Titel der Sendung schon entnehmen könnt, um Alena Riha, die Betreiberin von Alenative History, einem althistorischen Projekt, das wir im Folgenden ausführlicher vorstellen werden. Das umfasst nämlich einen Podcast, einen Instagram-Account, einen YouTube-Kanal, bei TikTok ist sie auch. Und um jetzt hier nicht zu altertumswissenschaftlich zu bleiben, Alena hat auch ein Buch über Freundschaft Plus geschrieben. Da unterhalten wir uns dann am Ende auch noch drüber. Das bröseln wir gleich alles noch genauer auf, aber natürlich zuerst einmal: Hallo Alena, großartig, dass du heute hier bist. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich bin sehr froh und happy, dabei zu sein und bin schon gespannt. Ja, das freut mich, das freut mich. Wir haben einiges zu erzählen. Du hast ja wirklich ein super cooles Projekt, was wir gleich vorstellen werden. Unabhängig davon hast du aber auch einen super spannenden Lebenslauf irgendwie, auf den ich gleich auch gerne nochmal zu sprechen komme. Da waren jetzt für mich, als wir so angefangen haben, uns miteinander auszutauschen, doch immer wieder Überraschungen dabei, wo ich so dachte, Und da freue ich mich schon drauf, gleich so ein paar Hintergrundinfos zu erhalten. Noch ein paar grundsätzliche Dinge zur Einführung für die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal natürlich die Frage, warum ist hier so lange nichts passiert? Na, ein paar von euch werden ja mitbekommen haben, dass ich die Uni verlassen habe und jetzt bei einem größeren Verlag arbeite, wo ich Social Media Manager und Community Manager für einen gewissen Geisterjäger bin. Na, die Umstellung war jetzt natürlich nicht so einfach, von der Uni ins Marketing, sage ich mal, zu wechseln. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Und ich habe es zwar geschafft, jeden Monat einen Artikel auf fantastischeantike.de zu schreiben. Das war mir wirklich wichtig. Das mit dem Podcasten habe ich aber parallel nicht mehr hinbekommen. Aber das wird sich ab jetzt wieder ändern. Und ich sagte eben schon, dass Alena da nicht so ganz unschuldig dran ist. Ich war nämlich kürzlich mit ihr zu einem öffentlichen Gespräch gemeinsam eingeladen mit noch 3, 4 anderen Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, Alena macht auch alte Geschichte, die hat ein super cooles Projekt. Du lädst die jetzt einfach mal ein und dann startest du mit der im Podcast nochmal durch. Und das hatte mich dann super gefreut, dass Alena da dann tatsächlich auch Lust zu hatte. Ja. Der zweite Punkt ist, dass wir in der letzten Folge ja ein kleines Hörspiel hatten. Coolerweise erfreute sich das einer gewissen Beliebtheit. Und da kamen jetzt natürlich einige Fragen rein, ob es da weitere Teile von geben wird. Da wird es einige weitere Teile von geben. Ich habe mir da schon ganz viel ausgedacht. Das heißt, von der Erwachen-Reihe werdet ihr demnächst noch ein paar Fortsetzungen hören. Und weil die letzte Folge ein Hörspiel war, konnte ich da schlecht eine Einleitung an den Beginn vorstellen, wo ich erkläre, warum ich auf einmal ein neues Intro habe. Das habe ich dann einfach so klangheimlich eingeführt. Hinter diesem neuen Intro verbirgt sich eine ziemlich interessante Entstehungsgeschichte. Und da muss ich euch aber jetzt nochmal vertrösten, weil ich mein Pulver noch nicht verschießen möchte. Ich habe ja für das Intro die Sprecherin Jeche Maisheit gewinnen können und die hat sich bereit erklärt, auch mal demnächst im Podcast vorbeizukommen. Das wird dann wahrscheinlich mein anderer Podcast sein, Klönen mit Kloy. Und da werden wir uns drüber unterhalten, wie dieses
neue Intro mit einer professionellen Sprecherin zustande gekommen ist. Das, ich nehme schon mal ein bisschen vorweg, da geht es so ein bisschen um Probleme wie weibliche Stimmen als Service-Stimmen, aber auch die Repräsentation von Frauenstimmen in der Fantasy und so. Das sind alles ganz spannende Themen. Aber damit ich mit Jechim noch genug zu reden habe, will ich da nicht zu viel heute drüber erzählen und höre damit jetzt hier auch ganz offiziell auf, über mich zu reden. Und wir wenden uns etwas viel Spannenderem zu, nämlich Alena und ihren coolen Projekten. Ja, Alena, du bist Österreicherin, kommst aus Tirol ursprünglich und wir wollen jetzt natürlich nicht deine gesamte Lebensgeschichte vom Kindergarten an aufspulen, sondern beginnen da, wo es jetzt für die althistorisch interessierten Leute interessant ist. Und zwar, woher kommt deine Begeisterung für Geschichte? Kannst du das im Nachhinein noch an irgendwas festmachen, also irgendwas aus deiner Kindheit, Jugend oder kam das erst später? Ganz ehrlich, darüber habe ich mich vor kurzem auch Gedanken gemacht und es war schon so, dass mein Großvater, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen im Zillertal und mein Großvater hat mit mir sich sehr viel beschäftigt und da hat er teilweise mit mir so ein Spiel gespielt, wo wir das Haus verdunkelt haben, beziehungsweise bestimmte Räume verdunkelt haben und mit einer Taschenlampe durch das Haus, um so quasi nachzumachen, was ich in so Kinderbüchern über Pharaonen und Ägypten gelesen und gesehen habe, wo man quasi die Pyramiden erforscht und die Gräber entdeckt. Und als Kind hat mich das so begeistert, dass ich das nachmachen wollte und mein Opa hat das dann mit mir zusammen gemacht. Und ich glaube, dort war wirklich der Anfang. Und in der Schule war es dann auch so, Geschichte war vermutlich wirklich eines der wenigen Fächer, für das ich mich immer begeistert habe, weil ich verstehen wollte, warum sind die Dinge so, wie sie sind und ich die Vergangenheit als auch andere Kulturen immer so spannend gefunden habe und das hat sich so durchgezogen. Das ist ganz spannend, was du gerade sagst. Ich habe ja so ein paar Jährchen Grundschullehramt an der Uni Köln unterrichtet, beziehungsweise Geschichte im Grundschullehramt. So, cool. Ich habe komplett Grundschullehramt unterrichtet. Und da war das eben auch immer so ein Thema, was immer wieder kam. Mhm. Kinder haben ein unglaubliches Faible für Ägypten. Ja. Ne? Und da haben wir uns auch immer überlegt, woran liegt das? Ne? Das ist natürlich spannend, das mit dem Totenkult, mit den Mumien, mit dem Gehirn aus der Nase, so, das ist für Kinder natürlich ganz großartig. Aber natürlich auch über diese ganze Totenwelt, die Mumien und so, hat man natürlich auch eine sehr leichte Verbindung zur Magie, ne, weshalb Ägypten natürlich auch sehr oft in so Fantasy-Geschichten und so vorkommt. Total. Ne? Das ist schon spannend. Na eben, weil später ist ja dann auch die Ilias beziehungsweise die griechische Mythologie gekommen, für die man sich dann begeistert hat, beziehungsweise habe ich mich dafür begeistert und ich war wirklich sehr lesefaul. Und ich erinnere mich, dass die Ilias, so für Jugendliche geschrieben, eines der ersten und wenigen Bücher war, das ich verschlungen hatte. Also so fantastische Elemente, Heldensagen, können auf jeden Fall Kinder und Jugendliche sehr begeistern und vereinnahmen. Ach, das ist aber ja spannend, dass die Ilias, also ich kenne ja viele Leute, die begeistert von der Ilias sind. Ich bin immer mehr Team Odyssee, aber die Ilias habe ich trotzdem auch gerne gelesen, auch wenn ich die Odyssee lieber mag. Da komme ich gleich zu, warum ich die lieber mag. Aber das ist ja witzig, das ist ja jetzt mal wirklich keine Unterhaltungsliteratur, ne? Wenn so der Schiffskatalog kommt oder so und so Sachen, ne? Das ist ja witzig, dass das dich schon so früh so interessiert hat dann, ne? Ja, aber es war wirklich nur für Jugendliche geschrieben, also einfach. Ach so, weil es umgeschrieben war, ja. Ja, weil, wie du sagst, es ist ein absoluter Krampf und nicht unterhaltsam. Ich habe auch später Varianten von der Ilias gelesen ich vergesse ihren Namen. Sie ist eine sehr bekannte Autorin gewesen, die Sagen umgeschrieben hat aus weiblicher Perspektive, wie beispielsweise ganz bekannt die Arthur-Sage aus Sicht von Morgaine, das auch später verfilmt wurde, und eben die Ilias beziehungsweise der Trojanische Krieg aus Sicht von Cassandra. Ah, ja. Ich kann mich leider nicht an ihren Namen erinnern. Das ist super peinlich, weil ich ihre Bücher verschlungen habe. Und sie hat das eben auch umgeschrieben. So umgeschriebene Varianten davon und Perspektiven von Charakteren, die vielleicht auch weniger Aufmerksamkeit bekommen haben in der Ilias. Ich meine, es kommen so unglaublich viele Charaktere vor. Ja, das ist unglaublich, ne? Ja. Aber du meinst nicht Christa Wolf, oder?
Christa Wolf habe ich eine Variante gelesen, aber es ist sicher nicht Christa Wolf. Ich müsste selbst. Okay, okay, ich müsste selbst. Das ist die einzige, die mir gerade einfällt. Sie ist eine britische oder sie ist eine englischsprachige Autorin. Ach, okay. Ja, ja, ja. Sie hat die Nebel von Avalon geschrieben. Dafür ist sie am bekanntesten. Ja. Ja, Bradley, Marion. Ja, Bradley, ja, oder ja, ähnlich, das kann sein. Ne? Das kann sein, ja. Ja. Ah, okay, die hat das gemacht. Das ist ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr populär, sehr, sehr beliebt, sich so weibliche Figuren aus der griechischen Mythologie zu nehmen, ne, und die Storys aus deren Perspektive zu erzählen. Finde ich super spannend. Das ist ein total interessanter Ansatz. Und das betrifft aber tatsächlich jetzt nicht nur die Mythologie und die Antike und so weiter. Ich habe das kürzlich auch gesehen. Jemand hat 1984 umgeschrieben aus weiblicher Perspektive, aber auch offiziell mit Einverständnis der Rechteinhaber, ne? Und also da sind wirklich Sätze aus dem Original drin, aber es ist eben aus der anderen Perspektive geschrieben. Das ist gerade so ein Ding und das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Ja, total. Und also ich finde sowas spannend, allgemein die weibliche Perspektive, vor allem auch historisch gesehen, also auch wenn es um historische Bücher und Ereignisse geht. Ich finde auch Serienansätze und Filme sehr spannend, wo einfach auch auf die weibliche Perspektive und weibliche Bereiche eingegangen wird. Da fällt mir Mona Lisas Lächeln ein. Eine Zeit, in der ja doch noch immer Männer sehr dominierend waren, beziehungsweise sehr, sehr, sehr starke patriarchale Strukturen waren. Und es einfach um diese Uni-Studentinnen geht, die zwar sich weiterbilden wollen, aber und sich mit Kunst und allen anderen Bereichen auseinandersetzen, aber es nur darum geht, die Zeit zu überbrücken, bis sie heiraten und zu einer Hausfrau werden. Mhm. Und Julia Roberts Charakter das komplett hinterfragt. Und ich habe es so spannend gefunden, weil du siehst, wie die Frauen miteinander interagieren, welche Themen beschäftigen sie und dass auch ihre Themen wichtig sind und nicht nur auf die großen Erfolge des Mannes geachtet wird. Diesen Film habe ich wirklich auch, den liebe ich. Ja, ja. Ja, das ist ein super spannendes Themenfeld und dass das jetzt in letzter Zeit endlich so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, das ist ja wirklich cool und das gibt uns auch in vieler Hinsicht ganz viele neue Perspektiven. Ich komme auf den Punkt gleich übrigens nochmal zurück. Ich glaube, wenn es um deinen TikTok-Kanal geht, ja, spar uns das mal gerade aus. Aber du hast gerade Filme und Serien gesagt und da bin ich gerade gedanklich doch direkt wieder bei deinem TikTok-Kanal. Nämlich, ich habe auf deinem TikTok-Kanal so ein kleines Video entdeckt. Filme und Serien, die dir besonders gefallen haben, aber in Bezug zur Geschichte. Ich bin gerade beim Reden ins Straucheln gekommen, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob du gesagt hast, die haben dich mit inspiriert, dich für Geschichte näher zu interessieren oder ob du dich da schon für Geschichte interessierst. Auf jeden Fall waren die nicht unwichtig, sagtest du. Und da wurde Alexander aufgeführt. Oh ja. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich mag den Alexander-Film auch, aber der ist ja wahnsinnig umstritten. Ne? Es gibt ja viele Leute, die den wirklich so gar nicht gut finden. Und da fühlte ich mich direkt dran erinnert. Ich selber mag Troy, also die Troja-Verfilmung mit Brad Pitt, sehr gerne. Die habe ich, als ich damals Erasmus-Student war in Thessaloniki im Kino gesehen. Und ja, das war wirklich schön. Aber den findet ja wirklich fast jeder, den ich kenne, findet den Film scheiße. Ne? Und ich sitze dann immer da, ich find den aber gut. Darum fand ich sehr schön, in deinem Video zu sehen, dass du dich offen outest, Alexander-Fan zu sein. Ich finde persönlich, weil ich schreibe ja selbst sehr gerne und allgemein Filme, Serien, gute Bücher. Ich denke, wenn es vom Storytelling her gut verpackt ist, und wenn man trotzdem versucht, noch historische Pointen und Anekdoten und so Basics zu beachten, dann kann das allemal funktionieren. Deswegen sehe ich dann über Filme wie Troja, die komplett historisch inaccurate sind, gerne hinweg. Die Story ist super, die Dialoge sind super, die Charaktere sind gut geschrieben. Da darf man nichts sagen, finde ich. Also das muss ich jetzt als jemand, der auch kreativ schaffende Themen mag und mich damit beschäftige und selbst auch gerne kreativ schaffend ist, beachten. Ich verstehe das, aber ich verstehe den Hate nicht. Und auch bei Alexander, ja. Ich habe jetzt vor kurzem die Netflix-Dokumentation gesehen. Absolut, ja, absoluter Horror.
Wo ich mir denke, also, Oliver Stone hat sich zumindest viel mehr damit beschäftigt und seine historischen Berater zur Seite gezogen. Und man darf auch nicht vergessen, auch er hat beim Filmen bewusst bestimmte Situationen ausgelassen, weil sie auch unter Historikern hinterfragt werden, ob sie stattgefunden haben. Ja, also ich glaube, man muss definitiv sagen, Oliver Stone, der hat sich auf jeden Fall wirklich Mühe gegeben, ne? Der hat sich da tatsächlich doch ordentlich reingekniet. Diesen Eindruck hatte ich auch. Und so, was so diese Diskussion zum Beispiel dann, also Alexander ist jetzt natürlich was anderes, weil es ein historisches Thema ist. Aber was Troja dann angeht, mein Gott, wir reden hier über die Welt des Mythos. Ne? Ja, ne? Also das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass man das ein bisschen interpretieren kann, wie man möchte. Ne? Und das sehe ich wie du, ne? Dass da muss man natürlich so ein bisschen Verständnis für künstlerische Freiheit und so weiter. Definitiv. Es gibt zwar schon einen Comic, den ich gerade lese über die Ilias, der das versucht, historisch korrekter darzustellen. Der hat auch für Marvel und DC, glaube ich, Comics gemacht und ist mehrfach ausgezeichnet. Das heißt Age of Bronze, gibt es auch in Deutsch übersetzt. Und wow, ich genieße diesen Comic, weil er wirklich versucht, auch anhand von archäologischen Erkenntnissen, einfach das historisch versuchen zu erklären und auch akkurat von den Kostümen her, wie sie sprechen, die Konzepte, beziehungsweise historische Konzepte, die damals existiert haben, darzustellen. Also das kann ich nur jedem weiterempfehlen, der sagt, ich möchte eine historisch akkuratere Repräsentation der Ilias lesen. Ah ja. Ja. Spannend, das kenne ich, glaube ich, noch ja, gar nicht. Ja, super, super okay. Comic. Das ist im deutschen Comicmarkt, ist das ja gerade beim Splitter Verlag so ein Ding. Die hauen gerade ein Comic nach dem anderen raus zur Mythologie etc. Ne? Also das verkauft sich scheinbar gerade ganz gut. Dann habe ich gesehen, Rome hatte dir gut gefallen und die Spartacus-Serie. Rome, das hatte damals meine Frau sehr gerne gesehen. Und da saß ich aber an der Magisterarbeit. Das war so ein bisschen gemein. Ich saß dann immer an der Magisterarbeit und schrieb und sie guckte daneben. So Rome, da habe ich das immer nur so zur Hälfte angeschaut. Das muss ich noch nachholen. Spartacus hat auch nur meine Frau geguckt. Da hatte ich auch wieder irgendwas zu tun. Das muss ich auch noch nachholen. Das ist mit Lucy Lawless, ne? Das interessiert mich dann doch, genau. Und deshalb greife ich das hier natürlich auch überhaupt auf. Ne, das war bei mir natürlich nicht anders. Ich habe als Kind halt, was zu meiner Zeit halt so im Fernsehen lief, halt geguckt. Ne? Und dazu gehörte zum Beispiel der Spartacus-Film mit Kirk Douglas. Ne? Der war so total wichtig für mich. Und auch Kirk Douglas in der Odyssee-Verfilmung von, ich glaube, 1954. Ja, und das hat mich halt total geprägt. Und ich nenne jetzt bewusst nur diese beiden guten Produktionen, um von den ganzen schlechten Herkules-Filmen und so, die ich als Kind so mir reingezogen habe, jetzt mal abzulenken. Ja, also diese Sandalenfilme und so, ich habe die wirklich geliebt als Kind und das hat mich wahnsinnig geprägt. Und Spartacus ist deshalb auch etwas, ja, was mir irgendwie dann auch recht wichtig ist. Und deshalb möchte ich mir auch die Serie noch angucken. Du hast dann dein Interesse für Geschichte ja dann insofern irgendwann mal, ich sag mal, konsequent fortgesetzt, indem du angefangen hast, an der Uni Innsbruck europäische Geschichte zu studieren. Und wie ich deinem Lebenslauf entnommen habe, warst du da auch recht engagiert. Du warst unter anderem Studienvertreterin, du warst Mitglied im Fakultätsrat, hast bei Habilitationsprozessen mitgewirkt und so weiter. Und dennoch hast du dich dann aber nach dem Bachelor für einen anderen Berufsweg entschieden. Magst du da so ein bisschen was zu erzählen, wie das alles so gekommen ist? Ich werde mich da sehr kurz fassen, weil im Endeffekt ist es darum gegangen, mache ich einen Master in Geschichte beziehungsweise Altertumswissenschaften oder lerne ich etwas Praktisches. Vor allem, mir war schon bewusst während meinem Studium, dass ich für die Forschung nicht gemacht bin. Vor allem das Schreiben von Forschungsarbeiten finde ich sehr zehrend und man muss da auf sehr viele Dinge achten. Und Geschichte für mich muss leben. Und das muss dementsprechend auch rübergebracht werden und kommuniziert werden. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist mein Hobby beziehungsweise meine Leidenschaft. Ich mache jetzt das Medienkolleg, weil dort lerne ich Fotografie, Filmen, Journalismus mit Grafik. Und von dorthin nach diesem Abschluss, weil ich habe mir immer gedacht, man kann das immer verbinden, vor allem, weil ich das Fachwissen habe,
Und von dort bin ich dann in das Produktdesign gekommen. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil ich allgemein mich sehr gerne mit komplexeren Themen auseinandersetze und gerne Lösungen finde und mich gerne mit mehreren Bereichen beschäftige. Und der Bereich, in dem ich jetzt tätig bin als Nutzererfahrungsdesignerin, heißt, dass ich beschäftige mich mit verschiedenen Branchen, komme mit verschiedenen Menschen in Kontakt, komme mit verschiedenen Problemen in Kontakt und versuche, diese Probleme zu lösen und mittels Design unter anderem. Und das sieht man, denke ich, auch bei meinem Instagram-Kanal, weil ich eben gerne designe und visuell kommuniziere, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, auch diese geschichtlichen Themen, historischen Themen visuell ansprechend rüberzubringen und zu präsentieren. Ach so, ja, das ist ja normal. Ich spoiler das jetzt schon mal, das habe ich mir für einen späteren Punkt aufgeschrieben, aber das ist ja total auffällig, ne, dass du das drauf hast. Bei dir sieht alles voll professionell aus, was du so machst, egal ob auf YouTube, Instagram oder TikTok, ne? Also das ist ja schon beeindruckend, ne? Und das erklärt sich natürlich aus dem, was du gerade gesagt hast, durch diese andere Richtung dann natürlich auch, die du eingeschlagen hast. Ich glaube, das, was du gerade so gesagt hast, das werde ich, glaube ich, so rausnehmen und als so Teaser für diesen Podcast verwenden, weil ich das total schön fand, was du gerade gesagt hast, so Geschichte muss leben, Hobby, Leidenschaft und so, ne? Also das ist ja sehr, sehr spannend, ne, dass du das an der Uni studiert hast, dann verstanden hast, okay, ich interessiere mich auf der und der Ebene für Geschichte, aber so dieses Hausarbeiten schreiben und so, das ist nicht mein Ding, dann hast du dich umorientiert und es ist ja wirklich super cool, dass du dich dann entschieden hast, in den sozialen Medien, auf YouTube etc., das trotzdem weiterzumachen. So, ne? Das also finde ich super. Und ich war halt, deshalb sagte ich auch eben, du hast einen recht überraschenden Lebenslauf, weil ich habe mir halt ja deinen Kanal so angeguckt und dann waren wir ja zusammen bei diesem Gespräch vor 2 Wochen oder so eingeladen. Und dann habe ich dich ja irgendwann mal so gefragt, worüber schreibst du eigentlich deine Masterarbeit? Ne? Und dann sagst du irgendwie, ich weiß nicht mehr, Produktdesign oder so. Das hast du gesagt, also, Material Design Konzept, ja. Ja, ne? Und ich dachte so, hä? Und dann habe ich das erst verstanden, dass du gar nicht mehr, weil da habe ich natürlich dann auch so ein bisschen Stereotyp gedacht, ne? Ich habe gedacht, du hast diesen krassen Kanal, ich habe gedacht, du bist an der Uni und schreibst deine Masterarbeit oder Doktorarbeit oder so irgendwie, ne? Und das ist ja total spannend, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Ich hatte da in deinem Lebenslauf gesehen, du hast das Medienkolleg Innsbruck dann besucht und die Fachhochschule Technikum Wien. Und um das Ganze dann jetzt noch ein bisschen lustiger zu machen, hast du dann auch mal für die Sparkasse gearbeitet irgendwie, ne? Aber dann auch Social Media mäßig, glaube ich. Ja, ne? Es war Marketing. Das heißt, man ist dann in Marketing, Öffentlichkeitsarbeit eingebunden, in Grafik, weil primär dort angestellt. Das heißt, Printmaterialien anfertigen und nach dem Branding. Ja. Also sehr vielseitig eigentlich auch. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich dachte gerade, das ist mir gar nicht eingefallen, als ich das Manuskript aufgeschrieben habe, das wird mir gerade erst bewusst. Das ist ja eigentlich quasi so eine Parallele zwischen uns beiden. Wir kommen beide eigentlich aus der Wissenschaft, haben uns beide dann für was anderes entschieden, machen aber beide unseren althistorischen Kram weiter. Ja, ja, total, stimmt, voll. Das ist eigentlich ganz spannend. Und dann spoiler ich jetzt nochmal eben. Ich hatte es in der Einleitung ja schon mal gesagt, du hast zwischen all dem auch noch die Zeit gefunden, ein Buch über Freundschaft Plus zu schreiben. Ja. Da kommen wir dann später drauf zu sprechen, weil das ja ein ganz anderer Themenbereich ist. Oh ja. Dann kommen wir zu, wie sprichst du es eigentlich aus? Ich erkläre gleich den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum ich da immer so ins Stocken gerate. Wie sprichst du es aus, dein Kanal? Alienative History oder wie sprichst du es aus? Ich sage alienative History, aber man kann auch alienative. Ja. Okay, ja. Alienative, das leitet sich logischerweise von deinem Namen an. Und ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich komme da immer ins Schleudern. Ich will immer Alienative sagen, weil ich habe irgendwann angefangen, Alena zu folgen. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Es könnte sein, weil das Gespräch, was wir kürzlich gemeinsam hatten, wo wir eingeladen haben, das sollte ja eigentlich schon im November stattfinden. Und da waren wir beide bei irgendwas verlinkt und dadurch habe ich, glaube ich, bei dir dann auf Folgen gedrückt oder so. Jedenfalls wurdest du mir dann immer wieder mal angezeigt.
Und ich habe halt immer Alien Native gelesen und ich dachte darum, es würde sich um einen Präastronautik-Account handeln. Ich habe halt nicht so genau hingeguckt und dann irgendwann, das war das Video von dir, was ich sehr, sehr cool fand, wo du dich anziehst und schminkst wie eine Minoarin. Ja, ja. Ne? Das wurde mir dann irgendwann mal angezeigt und dachte, oh, das war cool. Und dann habe ich erst kapiert, dass ich mich die ganze Zeit verlesen habe, dass du überhaupt nichts mit Aliens zu tun hast. Und wie sich in unserem Gespräch kürzlich rausgestellt hat, man kann dich ja mit Präastronautik auch so ein bisschen auf die Palme bringen. So, ne? Hast du da, glaube ich, gesagt. Ja, genau. Also insofern, ne, Leute, lest vernünftig. Ne? Das war, ich habe da die ganze Zeit dem Account nur so halb gefolgt, weil ich die ganze Zeit den Namen falsch gelesen habe. So kann man vielleicht manchmal den falschen Eindruck vermitteln. Ja, ja. Wie bist du dann auf diese Idee gekommen, deine Leidenschaft für alte Geschichte in der Öffentlichkeit, also in diesem Falle im Podcast und in den sozialen Medien, auszutoben? Primär natürlich auch daran, weil ich es liebe zu produzieren und Geschichten zu erzählen. Und es ist bei mir privat auch sehr oft so, dass zum Beispiel Freunde oder Familie fragt, wie war denn das und das? Und so wie ich es dann erzählt habe, ist das scheinbar sehr gut rübergekommen und hat das ein bisschen lebhafter als ein Wikipedia-Artikel oder Fachliteratur geklungen. Oder vielleicht auch eine Dokumentation, I don't know. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum? Ich habe dann so mit Quizzes angefangen bei mir auf dem Privat-Channel und zu allgemeiner Geschichte Bildung, also da ist es nicht nur um Antike und das Altertum gegangen, sondern bis in die Zeitgeschichte. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht auf die Antike und das Altertum fokussieren und dort schön erzählen, wie und präsentieren, wie bestimmte Themen, Situationen abgelaufen sind, Personen hervorheben und quasi ein bisschen aufklären, weil man kennt dann von dem Mainstream die Posts zu historischen Themen unter anderem und die nicht sehr gut recherchiert sind, sehr ein bestimmtes Framing auch haben, mit dem ich ein großes Problem habe, egal von welcher politischen Ecke das kommt. Und ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt einfach selbst, vor allem weil ich selbst sehr gerne ästhetische Posts lese. Und ja, dann kann man eben beide Leidenschaften, dass ich gern gestalte, verbinden. Und so kam das dann mit dem Wunsch, einfach auch aufzuklären. Ja, sehr cool. Und mir fiel gerade ganz spontan auch direkt ein, als du sagtest, dir ist aufgefallen, dass du sowas offensichtlich ganz unterhaltsam, lebhaft etc. erzählen kann und so. Das ist natürlich tatsächlich etwas, was dein Kanal auch so ein bisschen ausmacht. Mir fiel gerade ein Beispiel ein, da muss ich jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so althistorisch geprägt sind, kurz eine kleine Erklärung dazugeben, weil sich das sonst vielleicht auch ohne Kontext ein bisschen komisch anhört. Alena hat nämlich ein Video gemacht über die Penislängen griechischer Statuen. Und das ist tatsächlich eine Frage, die immer wieder aufkommt, so, ne? Weil diese Statuen ja vom Körperbau, von den Muskeln her so unglaublich durchtrainiert, ästhetisch und was weiß ich was sind, aber dann eben unglaublich kleine Pipi-Männer haben sozusagen, ne? Und das ist eine ganz normale Frage eigentlich in der alten Geschichte, ne? Das wird immer häufig thematisiert und Alena hat da ein sehr, sehr cooles Video draus gemacht. Und du machst es ja wirklich sehr unterhaltsam und auch sehr lustig, so irgendwie, ne, wie du das dann besprichst. Und klar, ich glaube, das ist sowohl für Leute, die das gar nicht wissen, dass das so eine Fragestellung ist, als auch eben für mich als, in Anführungszeichen, Experten, ist das einfach unterhaltsam, wie du das machst, so. Das freut mich, dass es so rüberkommt, weil man will das natürlich unterhaltsam rüberbringen, aber man sieht sich dann selbst an und denkt sich so, oh Gott, du bist so unlustig. Ja, ja, also ich kann ja, also meinen Zuhörern und Zuhörern kann ich das jetzt auch zum 1000. Mal erzählen, die haben das, glaube ich, schon 400 Mal gehört oder so. Ich kann es auch gar nicht ertragen, meine eigenen Podcasts zu hören oder so. Also ich höre da nachher gar nicht mehr rein, wenn ich geschnitten habe. Ich verstehe genau, was du meinst, so dieses Selbstkritische dann da drauf. Aber dieses Video hat mich dran erinnert,
Wir hatten, jetzt schließt sich wieder der Kreis zu eben, so um 2001, würde ich sagen, war in Bonn eine Troja-Ausstellung und da habe ich noch studiert und da sind wir dann dahin gefahren und haben uns halt die Statuen und so angeschaut und dann fragte eine Studentin genau die Frage nach dem Penis, so, ne? Warum ist der so klein, so, ne? Und das war damals noch alles so, weißt du, das war allen total unangenehm, dass die das gefragt hatte irgendwie, so, das ist ja total verrückt, ne, aber das, vor 20 Jahren war das halt noch so. Und vor wenigen Jahren hatte mich ein Freund und Kollege, ein Fantastikforscher, ich kann ja mal sagen, Frank Weinreich war das. Viele Grüße an Frank Weinreich. Der ist auch Lektor und der hatte halt gerade ein Buch lektoriert und da wurde das auch thematisiert. Ne? Und dann schrieb er mir irgendwie, ja, das ist ja hier bla bla bla. Ne? Und dann hatte ich mich auch nochmal damit beschäftigt. Und ich habe es aber noch nie so witzig gesehen wie bei dir, muss ich sagen. Das war wirklich gut. Und ich habe jetzt die ganze Zeit absichtlich natürlich nicht erklärt, warum die so klein sind, damit die Leute sich das einfach bei dir in Ruhe erklären lassen. Ne? Und sehr schön, also wirklich sehr schön gemacht. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, eben auch dieses Video, wo du dich eben wie eine Minoerin schminkst und anziehst und so. Naja, das ist einfach, was soll man sagen, das ist einfach gut gemacht. Ne? Es ist einfach gut, es ist unterhaltsam und es ist gut. Ne? Und insofern hatte ich da jetzt auch in der Vorbereitung sehr viel Spaß dran. Ich komme da jetzt gleich auch nochmal drauf zurück, möchte aber erstmal gerade einen Schwenk zu deinem Podcast machen. Ja. Und da ist es ja, wie auch in dem, was wir bisher gesagt haben, man kann, glaube ich, schon sagen, dass dein Interessensschwerpunkt so ein bisschen bei den Griechen liegt. Ja, sehr stark, ja. Das ist bei mir ja genauso. Ne? Die Römer sind für mich immer so ein lästiges Volk, was da immer kommt und alles kaputt macht, was ich gut finde. aber das fällt natürlich sehr auf. Und im Podcast, da gehst du jetzt so ein bisschen anders vor als in deinen anderen Projekten, als bei Instagram, TikTok und so weiter. Nämlich du gehst chronologisch vor. Du beginnst in der Bronzezeit mit Minoern und Mykenern. In der Feingliederung ist das schon dann auch so ein bisschen thematisch dann sortiert, ne? Aber grundsätzlich eben chronologisch. Bis wohin wird das gehen? Also gehst du auch noch zu den ollen Römern irgendwann oder ist Schluss bei Actium 30 vor Christus? Ja, es ist der Plan, dass ich die Geschichte Griechenlands beziehungsweise die antike Geschichte Griechenlands bis zum Hellenismus abdecke und dann die Übernahme der Römer soll das eigentlich beendet sein, weil so wie es bei dir der Fall ist, interessieren mich die Römer nicht wirklich und es passiert jetzt nicht mehr so dermaßen viel. Ich persönlich, obwohl das wahrscheinlich sehr eine voreingenommene Sichtweise ist, weil es gibt bestimmt Leute, die mir widersprechen und bestimmt auch Situationen, die mir widersprechen, passiert von den Griechen aus in Griechenland ja eher weniger. Es kommt dann eher mit dem Byzantinischen Reich wieder mehr in den Fokus und deswegen werde ich dann auch dort aufhören, weil griechische Geschichte, finde ich, ist dann irgendwie auch römische Geschichte. Und ja, klar. Das separiere ich dann oder möchte es separieren. Klar, ja. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Grund, warum ich deinem Kanal so gerne folge, weil ich es halt auch mehr mit den Griechen habe. So ja. Irgendwie, ne, sprichst du mich dann mit deinem Kanal natürlich direkt an, ne, während so andere Kanäle, wo es dann um Römer und so geht. Ja, ich meine, die Römer sind spannend und ich ja, klar, sehe mir gerne Content an und lese gerne Inhalte und ich sehe gerne Videos und ich liebe ja auch die Serie Rome, unglaublich gut gemacht und auch Spartacus. Aber so für dich selbst kann man auslassen. Es war ja vor kurzem, gab es ja diesen Hype, wie oft denkst du ans Römische Reich? Ne? Und dann so meine Kolleginnen auf der Arbeit, ne, die wissen ja, dass ich vorher halt Althistoriker war, die fragten mich aus Witz dann natürlich auch so. Ne? Da habe ich gesagt, ja, täglich, mehrfach. Das sind die, die alles kaputt gemacht haben. So. Also ich habe da so meine eigene Art natürlich ans Römische Reich zu denken. Ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier nicht regelmäßig zuhören, ich überspitze das gerade. Ja, ja. Ich nehme die Römer schon ein bisschen ernster, als ich das hier gerade so erzähle. Ja, aber spannend, spannend. Und was mir halt eben auch total gefällt, ist, dass du dich mit der frühen griechischen Zeit gerade beschäftigst, ne? Minoan und Mykener, das interessiert mich halt auch total. Und das bereitest du in deinem Podcast ja auch super auf. Du gehst auf
die Schrift linear A, linear B ein, du gehst auf die, also auf die dürftige natürlich Quellenlage ein, du gehst auf die Forschungsliteratur ein, na, du nennst dann auch immer so die Forscherinnen und Forscher, auf die du dich beziehst und wirfst Kontroversen auf und so, und das ist natürlich alles spannend, aber das sollen sich die Leute auf jeden Fall selber anhören, darum werde ich da jetzt inhaltlich natürlich nicht so viel zu sagen. Mir sind viel mehr als Podcaster-Kollege sozusagen, sind mir so ein paar Sachen handwerklicher Natur aufgefallen, die ich mal gerade so ein bisschen ansprechen wollte. Was ich zum Beispiel total spannend fand, ist, du beginnst immer mit so einer kleinen Einleitung. Ja. Dann kommt das Intro und dann im Hintergrund, da hast du immer so manchmal so ein bisschen Vogelgezwitscher, manchmal Meeresrauschen, ne, dann gelegentlich so Musik. Und was ich ganz, ganz spannend finde, so je nach Punkt, bei dem du gerade bist, ändert sich so ein bisschen deine Art, wie du sprichst. Die Dramatik ändert sich ein bisschen, je nachdem, welche Musik du einsetzt und so weiter. Ne, dadurch, das ist ja bei mir auch oft eben der Fall, wenn man so einen Podcast alleine macht, ist das ja ganz was anderes, als wenn man sich zu zweit oder zu dritt unterhält. Ne, und dadurch, dass es bei dir diese Stimmungswechsel, sag ich mal, gibt, ist das natürlich dann auch viel leichter, dir zuzuhören, ne? Weil dadurch natürlich auch ein bisschen Abwechslung dann mal da reinkommt. So, ne? Und was mir da halt als Quintessenz dessen, was ich gerade so ein bisschen summiert habe, aufgefallen ist, von der ersten Folge an ist dein Podcast ungewöhnlich professionell. Ne? Also fast alle Leute, die ich so kenne, ne, inklusive mir selber, hadern sehr zum Beispiel mit ihren ersten Podcast-Folgen. Ich habe in meinem anderen Podcast, habe ich da eine extra Folge drüber gemacht, die ungeliebte Folge 1. Und ich fand das so spannend, dass bei dir von Folge 1 an das schon alles sitzt irgendwie. Hattest du vorher schon mal woanders Podcasts gemacht oder wie kommt das? Ehrlich gesagt noch nie. Ich habe mir Podcasts natürlich angehört. Ich habe zum Beispiel was mich prima inspiriert hat, diesen Podcast auch zu machen und ihn so aufzubauen, war The Ancient History of China, glaube ich. Mhm. Es ist ein englischsprachiger Podcast. Und dann habe ich den Aufbau so toll gefunden. Und dadurch, dass ich mich gern mit Storytelling und generell, bevor ich ein Projekt starte, möchte ich ein stehendes Konzept haben. Gewisse Ziele festlegen, damit ich auch selbst weiß, in welche Richtung ich gehe. Es war natürlich auch ein Vorteil, dass ich habe ein großes Network an Leuten, die sich zum Beispiel professioneller mit dem Ton auseinandersetzen. Und dadurch, dass ich es im Medienkolleg ja gehabt habe, wo man dann auch beispielsweise lernt, wie führt man in Artikel oder in Themen ein, in quasi Reportagen, Radioreportagen zum Beispiel. Wir hatten da eine sehr, sehr gute Lehrerin. Und das beeinflusst einen. Das heißt, ich habe natürlich diese Hürde, dass ich mir denke, es muss einfach stimmig sein und passen. Ich muss mit einem Konzept dort reingehen. Es muss der Ton halbwegs in Ordnung sein. Es muss die Stimmung passen. Es muss das Pacing in Ordnung sein. Ich denke, dass man in den ersten Episoden trotzdem noch merkt, dass ich da noch nicht meine Mitte gefunden habe. Aber klar. Aber es war mir einfach wichtig, dass so Grundsachen schon halbwegs in Ordnung sind, weil ich davon ausgehen muss, wenn sich Leute in 5 Jahren meinen Podcast anhören und sie wollen von Folge 1 weg sich die Geschichte Griechenlands anhören, muss das halbwegs in Ordnung sein. Und ja. Ja. Ist das bei dir übrigens auch so? Ich habe das immer so, heute ist natürlich ein Sonderfall, weil es der erste Podcast seit 5 Monaten ist, aber ich habe das auch, wenn ich regelmäßig Podcasts aufnehme. Am Anfang der Aufnahme bin ich immer so verhältnismäßig steif. Und so im Laufe des werde ich dann immer lockerer und normal. Ne? Aber da denke ich auch oft so, ach, hoffentlich schalten die Hörerinnen und Hörer, die mich noch nicht kennen, hoffentlich fangen die irgendwo in der Mitte an zu hören und nicht meine furchtbaren Begrüßungen oder so. Ja, total. Also am Anfang fühlt man sich total awkward oder ja seltsam, dass man mit sich selber spricht und dort was aufnimmt. Und man muss so irgendwie die eigene Stimme finden. Und irgendwann fühlt es sich natürlich an, als ob du ein Gespräch mit dir selbst führst, beziehungsweise in meinem Fall, ich rede dann mit meinem PC, als ob ich ein Gespräch mit meinem PC führe und dem erkläre, was da so los war. Ja, das ist,
Das ist ganz spannend, psychologisch. Wie ist das bei dir? Das können unsere Hörerinnen und Hörer ja jetzt gerade nicht sehen. Aber jetzt bei unserer Zweieraufnahme, wir haben einander ja per Video zugeschaltet. Das heißt, wir sehen uns ja, ne, und nehmen uns parallel eben auf. Wie ist das bei so Gesprächen? Musst du dein Gegenüber sehen? Oder es ist mir aufgefallen, es gibt beide Arten von Gästen. Es gibt Leute, die wollen nicht, dass man sich sieht. Und es gibt Leute, die müssen sich sehen, um die Mimik der anderen Person ablesen zu können. Natürlich präferiere ich, die Person zu sehen. Wie du bereits sagst, die Mimik ist unglaublich wichtig. Ich finde, dann kann man auch besser abschätzen, kann ich jetzt sprechen oder nicht? Oder ist der Satz beendet oder nicht? Weil ich finde, wenn ich nur die Stimme höre, ist das sehr schwer einzuschätzen. Ich merke, wenn du sprichst, bist du noch mitten im Satz, willst du noch weiter was erklären und du legst nur eine Pause ein. Und nur beim Gesprochenen, also beim Telefonat ja genauso, schwierig einzuschätzen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch schon bei einem anderen Podcast war ich eingeladen, wo es nur rein übers Handy, über eine App gegangen ist, das Interview. Aber mich persönlich, ich mag es mehr, wenn man die Person sieht, aber abgeneigt bin ich bei der anderen Variante nicht. Ich muss auch sehen, weil ich auch, glaube ich, ein recht empathischer Mensch bin. Ich lese während des Gesprächs super viel im Gesicht so, ne, wie reagiert das Gegenüber gerade und so. Ne. Also ich kann beides, ne, beides schon gemacht, aber das mit dem Sehen ist mir dann auch definitiv lieber. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, um vom Podcast zu Instagram zu kommen, vom Hören zum Sehen. Und zwar haben wir deinen Instagram-Kanal ja gerade eben schon ein paar Mal angesprochen. Das ist auch, glaube ich, das, wo ich dich zuerst wahrgenommen habe auf Instagram. Da wird es ja dann wesentlich bunter als im Podcast und auch im positiven Sinne so ein bisschen frecher dann so auch, ne, so moderner etc. Hier packst du so Einzelthemen an, die dich interessieren, so zum Beispiel bestimmte Personen oder mythologische Figuren, so Themen wie Abtreibung oder Verhütung, dumme Wege in der Antike zu sterben, fand ich ganz witzig, so irgendwie. Über das Penislängenvideo haben wir eben schon gesprochen und da ist es ja tatsächlich so, ne, das ist halt alles ja wissenschaftlich fundiert, was du machst, aber unterhaltsam. Ne, und das ist ja sehr schön, dass ich das nicht ausschließen muss, ne, sondern dass du das so schön zu verbinden und zu kombinieren weißt. Ne. Dann ist, glaube ich, noch ganz clever, dass du das zweisprachig machst. Was die Texte angeht und so, hast du ja immer Deutsch und Englisch. Ne. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, auch wenn du in den Videos, in denen du sprichst, Deutsch redest. Es steht ja dann auch immer auf Englisch alles da. Ne? Das ist, glaube ich, ganz schön. Und du selbst hast es irgendwo zusammengefasst. Und ich habe es dann natürlich auch so ein bisschen an den Themen auf deinen ganzen Kanälen so selbst dann auch so ein bisschen herausgelesen. Ne? Also du hast einmal so ein gewisses Interesse im weitesten Sinne an Kriegsgeschichte. Ja. Ne? Und das fand ich ganz witzig, weil ich habe meine Doktorarbeit über die Seepolitik Philipps V. von Makedonien geschrieben, also so ein Militärthema aus dem Hellenismus. Und wenn ich das dann mal so irgendwo vorgestellt habe und so, das war immer für alle ein total altmodisches Thema, so, ne, so Militärgeschichte. Und ich weiß noch, ich hatte mal an der Uni Stuttgart bei sehr lieben Kolleginnen und Kollegen einen Vortrag gehalten und da sagte der Professor nachher, ach, das ist so altmodisch, dass es fast schon wieder modern ist. Und da fand ich das sehr schön, das jetzt auch nochmal bei dir zu sehen. Okay, also auch Alena interessiert sich für Kriegsgeschichte. Wobei du das teilweise natürlich auch aus einer sehr spannenden Perspektive dann tust. Kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf. Und dann ist es aber auch so ein bisschen so durchaus so, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber so im weitesten Sinne so ein bisschen sexuelle Themen, so, ne? Also Verhütung, Abtreibung, die Penislängen etc. Sowas kommt immer wieder vor. Und da fand ich ganz spannend, da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, in einem Video, das du gemacht hast für dein Freundschafts-Plus-Buch, ja. Da sagst du irgendwie, dass deine Mutter, ich glaube, Gynäkologin war oder ist oder ähnliches. Und da sagst du irgendwie, ne, das war für dich halt von klein auf, sind das halt ganz normale Themen und so. Würdest du sagen, betrifft das nicht nur das Freundschafts-Plus-Buch, sondern auch so dieses Interesse für diese Themen in der Antike, dass du da einfach von Haus aus einen angenehm entspannten Zugang zu hast?
Ja, definitiv. Während mein Studium war ich auch in einer Gruppe, es ist ein Projekt, Achtung Liebe heißt, und in Deutschland ist es äquivalent dazu plötzlich verliebt oder so in der Art. Und da geht man für Aufklärung an Schulen von Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. Und natürlich, so wie du jetzt auch gesagt hast, für mich persönlich war das daheim, zu Hause einfach ein ganz normales Thema, beziehungsweise nie ein Tabuthema. Ein Thema, über das man sich unterhalten hat und auch unterhalten hat müssen, weil es betrifft jeden von uns. Und sonst würden wir als Zivilisation auch nicht mehr existieren oder als Menschheit. Das heißt, es ist eines der Grundthemen und wir tanzen da komplett drumherum, oder das habe ich einfach nie verstanden. Deswegen war das immer ein großer Teil, und von den Themen, die mich interessieren, neben Geschichte. Und in der Zeit, wo ich dann auch Freundschaft Plus geschrieben habe, war ich auch mehr in diesem Thema drin und war mir vielleicht auch persönlich noch nicht sicher, in welche Richtung ich so richtig reingehen will. Und habe es mal mit dem Thema probiert, Wissen zu vermitteln. Aber ich finde, da gibt es ganz viele andere Creator und Creatorinnen, die viel, viel mehr wissen und das besser rüberbringen. Und am Ende des Tages hat es mich bei weitem nicht so interessiert wie Geschichte. Und deshalb bin ich dann bei Geschichte geblieben, aber versuche dort natürlich diese Komponente immer mit einfließen zu lassen, weil darüber muss man auch offen sprechen. Ja, und gerade, sage ich mal auch, weil es manchen Leuten halt doch immer noch so ein bisschen unangenehm ist, kommt es halt auch manchmal vielleicht in der universitären Lehre und so nicht vor. Und dann ist es ja ganz cool, wenn man es mal irgendwie erfährt. Also ich weiß noch so aus meinen eigenen Seminaren, da so die Sitzungen über Hetären oder so, ne? Das waren immer die besten, weil das die Leute interessiert irgendwie so, ne? Und hätte ich mich da jetzt geschämt, so dieses Thema zu besprechen oder so, muss ich sagen, wäre das schade gewesen, ne? Weil das halt schon die Leute, ich hatte einmal so eine Sitzung, das hatte nicht so gut geklappt. Da hatten sich die Leute gewünscht, dass wir tatsächlich über Abtreibung etc. reden. Und da hatte ich dann so ein bisschen recherchiert. Und das war ein sehr großer Kurs, ne? Mit wirklich unnormal vielen Leuten. Und ich kam irgendwie rein und da sahen irgendwie so ein paar Gesichter und ich dachte, wo kommen die denn, wer sind die denn? Und ich habe es aber meiner eigenen Schusseligkeit irgendwie zugeschrieben, dass ich nicht jedes Gesicht zuordnen konnte, weil es halt so viele waren, ne? Und jedenfalls sprachen wir dann über Abtreibung, und da war dann eine Person, die sprang dann im Seminar auf und verließ den Raum, ne? Und ich dachte so, hui, 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 ne? Und was ich nachher erst kapiert hatte, irgendeine Schule war zu Besuch an unserer Uni, und da hatten sich halt Schülerinnen und Schüler in mein Seminar gesetzt, so keine Ahnung, 4, 5 oder so, hatten mir das aber nicht gesagt, und weil das so viele waren, habe ich es nicht begriffen, ne, weil ich so viele im Seminar hatte. Und da habe ich dann eine Person überfordert tatsächlich mit dem Thema Abtreibung, ne? Aber das war natürlich auch sehr ärgerlich. Hätten die mir gesagt, dass sie zu Besuch sind, hätte ich das natürlich alles ein bisschen anders einleiten können. Ja, also, Abgesehen von dieser einen Erfahrung habe ich da immer positive Erfahrungen mitgemacht. Ein Kollege von mir hatte ein Seminar zu Homosexualität in der Antike gemacht, ne, was auch unglaublich positiv aufgenommen wurde, ne, einfach weil die Leute mal froh waren, also das einfach mal als Thema vernünftig behandeln zu können. So, ja, und total. Das ist schon gut, das finde ich gut. Du hast deinen Instagram-Account, habe ich gesehen, im Mai 2021 gestartet. Na, also der ist ja in Anführungszeichen noch relativ neu. Und da muss ich wieder sagen, es ist wieder wie beim Podcast, es ist einfach von Anfang an krass professionell. Na, also das fällt schon auf. Also du hast das ja eben erklärt, woran das liegt. Ne? Dein Händchen für Design etc. Das sieht man auch bei Instagram. Na, ganz klar, wie du das drauf hast. Voll cool. Danke. Danke, das freut mich zu hören, weil natürlich meine selbst der größte Kritiker, und ja. Wenn man plant, es so umzusetzen, ist es natürlich schön, das zu hören, weil wenn man es gern macht, dann ist es natürlich umso besser. Klar, klar. Dann hast du ja noch den YouTube-Kanal. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, aber ich muss es sagen, der auch richtig schick und professionell ist. Da hast du zum Beispiel längere Videos,
zu den Frauen aus der Familie Alexanders des Großen. Weil ich von Haus aus ja Hellenist bin, hast du mich damit natürlich erwischt. Und auch eine liebe Kollegin von mir, mit der ich auch im Bereich Horror und so zusammenarbeite, die Sabine Müller, die Professorin aus Magdeburg, die hat sich da auch immer so mit diesen Frauen um Alexander den Großen beschäftigt. So, das fand ich immer super spannend. Du hast einen Film, ein Video über Thessalonike. Das fand ich super spannend. Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, dass meine Tochter indirekt nach Thessalonike benannt ist, also nach der Halbschwester Alexanders des Großen. Und ich hatte tatsächlich eine Weile, oder meine Frau und ich hatten eine Weile drüber nachgedacht, sie wirklich Thessaloniki zu nennen. Aber wir haben es dann nicht gemacht, weil es geht ja ein bisschen traurig aus mit Thessaloniki am Ende so irgendwie, ne? Da dachte ich so, das lässt du mal. Und dann, es hätte ja kaum jemand verstanden, weil die Stadt kennen natürlich die meisten. Aber dass die Stadt nach einer Frau benannt ist, das wissen ja jetzt nicht so viele. Deshalb haben wir gedacht, Tessa ist die sichere Variante als Thessaloniki. So. Dann hast du noch ein Video über Artemisia. Da vergleichst du 300, beziehungsweise den Folgefilm, beziehungsweise Comic oder Film, mit der historischen Persönlichkeit. Was Ähnliches machst du, ich glaube allerdings auf Instagram, mit 300 und Assassin's Creed. Da guckst du dir an, wo Leonidas, wie der da jeweils dargestellt ist und so. Das ist natürlich auch super cool, weil das natürlich schön ist, das aufzugreifen, womit die Leute in ihrem Alltag, in der Popkultur so in Kontakt kommen. Ne? Und dann auf dieser Basis dann eben so zu erklären, ja, also ne, in den Quellen steht das so und so. Oder bei 300 und Assassin's Creed kommst du ja zum Beispiel zum Ergebnis, dass der Leonidas von Assassin's Creed Odyssey, dass der schon so ein bisschen treffender ist als der aus 300 etc. Ja, genau. Das muss ich sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann hast du dann noch Shorts, also so kurze Videos, wo du so einzelne Göttinnen und sowas vorstellst. Und das Ganze auch wieder sehr schön mit Hintergrundmusik. Und da stellt sich bei mir auch die Frage, dieses Bildmaterial, ne? Woher nimmst du das? Machst du das zum Teil selber? Oh Gott, Anna. Also, boah, das wäre so viel Arbeit. Am Anfang habe ich mit Illustrationen gearbeitet und dann versucht, das irgendwie so rüberzubringen. Aber ich muss sagen, AI ist eine große, große Hilfe. Mhm. Ich habe da meine eigenen Einstellungen, weil es muss dann auch bestimmten Stilen entsprechen. Und AI funktioniert da teilweise sehr gut. Und darauf greife ich eigentlich größtenteils zurück, weil es spart Ressourcen und Zeit. Ah, okay. Machst du das so? Okay. Ja, weil, also das ist ja bei solchen Sachen dann tatsächlich das, womit es steht und fällt. Ne? Also sieht es vernünftig aus oder sieht es nicht vernünftig aus? Und das ist dir natürlich auf diese Weise dann sehr, sehr gut gelungen. Das macht ja wirklich was her, muss ich sagen. Das ist optisch wirklich schön. Auf TikTok bist du, kann man glaube ich sagen, noch so ein bisschen aktiver als auf YouTube, was sicherlich auch einfach damit zusammenhängt, dass auf YouTube, dass auf TikTok die Videos halt viel kürzer sind. Die kann man wahrscheinlich auch einfach mal schneller produzieren als so ein 35 Minuten auf YouTube. Und da fand ich ganz schön, da habe ich zum Beispiel so ein kleines Video entdeckt über die Poetin Telesila, auf die du zu sprechen kommst hier in Bezug auf den spartanischen Angriff. Genau, ja. Und das fand ich ganz schön, das bei dir zu sehen, weil die ist ja auch gar nicht mal so bekannt irgendwie. Die kommt in dem Kartenspiel oder Tabletop-Spiel Seven Wonders kommt die vor. Das fand ich sehr cool. Da ist übrigens allgemein bei der Fortsetzung Leaders von Seven Wonders sehr viele coole Charaktere, weibliche Charaktere aus der Antike, von denen ich einen guten Teil überhaupt nicht kannte, obwohl ich Historiker bin. Da sag ich echt so, krass, und es hat mir gut gefallen. Und jedenfalls die Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Judith Vogt, die hat mit ihrem Mann Christian Vogt gerade ein neues Buch geschrieben, Ich Hannibal. Ich glaube, ich kann das schon mal so ein bisschen spoilern. Das erscheint jetzt im Mai, wenn ich mich nicht irre, bei Piper. Es geht im Prinzip drum, auf Seite 2 oder so wird Hannibal von seiner Frau ermordet. Und seine Frau sagt dann einfach, ich bin Hannibal, und führt halt an seiner Stadt den Hannibal-Zug dann fort, so irgendwie. Und das Ganze spielt aber in einer Fantasy-Variante der antiken Welt, also mit Monstern etc. Und das ist also quasi der Hannibal-Zug feministisch uminterpretiert, sag ich mal irgendwie. Ne? Und
Judith und ihr Mann Christian, die interessieren sich sehr für die Antike. Das sind allerdings mehr so Römer, ne? Also so ein bisschen suspekt dann. Jedenfalls haben die mich dann gebeten, ob ich mal über das Buch drüber lesen könnte, weil das ja eben meine Zeit ist, Hannibal und so, und ich mich auch sehr für Hannibal interessiere. Und da habe ich dann eben deren Manuskript dann auch kommentiert und so, ne, hier und da was zu beigetragen. Und jedenfalls habe ich an irgendeiner Stelle, komme ich auf Telesila dann halt zu sprechen, ne, und habe das irgendwie im Kommentar irgendwie so angemerkt. Und die haben die jetzt wirklich in das Buch eingebaut mit. Da kommt halt ein Spartaner vor, der sich dann an die Vergangenheit irgendwie erinnert und dann was erzählt so irgendwie. Das fand ich dann super schön, dass ich dann, wenn auch nicht beabsichtigt, aber dann doch irgendwie dazu beigetragen habe, diese super spannende Frau in einen modernen Fantasy-Roman zu kriegen. Ja, das war echt schön. Ich erkläre jetzt wieder bewusst nicht, was es mit der Dame auf sich hat, ne, damit ihr das schön bei Alena selber auf den Kanälen einfach mal nachschauen könnt. Damit wären wir dann im Prinzip, glaube ich, auch schon bei Freundschaft Plus angekommen. Das ist ein Buch, das, wenn ich es richtig sehe, 2018 publiziert worden ist. Und mir wäre es gar nicht aufgefallen, ich hätte es gar nicht gesehen, wenn, also du hattest es dann irgendwie nochmal so irgendwo in irgendeinem Kontext erwähnt, ich hätte es sonst tatsächlich übersehen. Das ist ja jetzt was anderes, so, ne? Also das hat jetzt mal nichts mit Geschichte und so zu tun. Wie ist das zustande gekommen? Das hat sich so irgendwie zufällig ergeben, weil, wie gesagt, ich schreibe sehr, sehr gerne und habe dann ein paar Texte eingesendet und dann kam mal... es ist ein Literaturagent und der ist damals auf meinen YouTube-Channel gestoßen, wo ich noch über Sex und Liebe und andere Krämpfe gesprochen hatte und hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und zu der Zeit war ich sehr aktiv bei Achtung Liebe, dementsprechend war es ein sehr prominentes Thema noch bei mir privat. Und deshalb dachte ich mir, ja, why not? Und so bin ich da dazu gekommen und alle Geschichten dort, das sind Menschen, die ich fast alle getroffen habe. Ein paar habe ich auch Ferninterview geführt und diese Geschichten sind alle real. Ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt, einige Dinge natürlich anonymisiert, weil es doch sehr intime Einblicke sind in ihre Leben. Und da diese 33 Geschichten niedergeschrieben und dann wurden sie veröffentlicht. Ich überlegte gerade, vielleicht sollte man nochmal, um alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, nochmal ganz kurz erklären, was das eigentlich genau ist. Ich hatte den Begriff jetzt auch irgendwie als gedanklich als bekannt vorausgesetzt, aber das könnte man vielleicht nochmal erklären. Also im Prinzip ist das ja, dass man quasi eine normale Freundschaft pflegt, ne? Also nicht in einer Beziehung ist, sondern eine in Anführungszeichen normale Freundschaft pflegt, die aber eben dann mit Sex verbunden ist, kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Genau. Und das nennt man eben Freundschaft Plus. Ich glaube, es gab doch da auch mal diesen Film, ne? Friends with Benefits oder so. Genau. Irgendwie Friendship with Benefits. Ne? Dadurch ist das für mich zumindest so populär geworden. So, ich glaube, vorher habe ich das gar nicht so gekannt, diesen Ausdruck. Das waren ja jetzt so 33 Leute. Wie bist du an diese 33 Leute oder Paare gekommen? Also einige habe ich einfach selbst gekannt. Dann war ich Workshops für Achtung Liebe, wo ich dann neue Leute kennengelernt habe und natürlich sofort gefragt habe. Bei denen wusste ich auch, dass sie offen waren. Und dann einfach irgendwann auch Leute angeschrieben und gefragt, ob sie wen kennen, die offen über ihre Erfahrung reden würden. Mhm. Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ne? Bei 33 Geschichten. Aber gibt es irgendwie was du so für dich persönlich so als Quintessenz oder als Fazit oder so aus diesem Buch und den vielen einzelnen Geschichten mitgenommen hast? Ja, und die erste ist auf jeden Fall, dass jede Person für sich das anders definiert, weil es waren nicht zwangsläufig alle miteinander befreundet. Ein paar schon. Ein paar waren primär so Kollegen oder haben sich gekannt und dann hat sich daraus, heute würde man es Situationship nennen. Inzwischen gibt es ja auch wieder neue Begriffe. Und bei ein paar war es einfach die angenehmere Bezeichnung für eine rein sexuelle Beziehung. Ah, ja. Okay. Weil ich hatte dann doch ein paar, ich glaube, das waren zwei Geschichten, wo es um homosexuelle Typen gegangen ist und
vor allem dann, ich denke mir, in einem Fall vor allem diese Person noch immer im Schrank war, in der Klasse, dann noch nicht offen sich zu seiner Homosexualität geäußert oder zu dieser gestanden ist. Und deshalb die Person, mit der ich gesprochen habe, nie den richtigen Namen erfahren hat und sie sich nur zu bestimmten Zeiten, vor allem natürlich nachts, getroffen haben und das immer sehr spontan war, weil die andere Person das ja sehr, sehr bedeckt halten wollte. Ach, krass. Krass, das ist ja spannend. Ich hatte jetzt natürlich keine Zeit, mir das Buch noch zu bestellen oder zu lesen oder irgendwie reinzuschauen oder so. Aber ich habe online in so Portalen schon gesehen, das hat schon einige Bewertungen bekommen. Also das hat scheinbar schon eine gewisse Leserschaft gehabt, oder? Ja, also er hat mich selbst auch verwundert. Und ja, ich habe mir die Bewertungen teilweise gar nicht angesehen, weil ich ganz lange nicht gewusst habe, auf welchen Portalen das Buch überhaupt verkauft wird. Aber ist ganz spannend. Wahnsinn. Und daraus haben sich keine Folgeprojekte oder so ergeben, ne? Also du bist dann nicht kontaktiert worden. Frau Riha, wir haben dieses Buch von Ihnen gelesen, das war cool. Haben Sie nicht Lust, das und das zu machen oder so? Ja, nein, leider nicht. Aber es ist in Ordnung für mich. Wenn ich mich neuen Projekten, Literaturprojekten widme, was ich auf jeden Fall vorhabe, dann auf eine ganz neue Schiene, weil das war vielleicht mal mein erster Eintritt in die Literaturwelt, aber ich beschäftige mich doch eher mit historischen Themen und fiktiven Geschichten in der Historie oder auch Fantasy. Das ist auch eine große Leidenschaft und wo ich mich eher sehe, Geschichten zu erzählen und zu schreiben. Okay, das ist ja ganz spannend, dass du das gerade noch sagst, weil bei mir, bei Fantastische Antike, geht es ja um alte Geschichte und Fantastik. Ne? Insofern ist das ja ganz spannend, dass du gerade die Fantasy noch mit reinbringst, weil wir uns bis gerade eigentlich mehr auf Geschichte und Mythologie konzentriert hatten. Was gibt es so für Dinge, die dich an Fantasy besonders interessieren? Oder hast du Lieblingsfilme oder Lieblingsbücher oder Serien? Kann man das irgendwie so sagen? Ja, ich denke mal, der Klassiker, wie für sehr, sehr viele, der Einstieg war Herr der Ringe. Also damit bin ich aufgewachsen. Meine Mutter hat es mit mir angesehen und wir beide lieben die Trilogien und die Extended Edition. So bin ich in das reingekommen. Dann habe ich auch mal Aragorn angefangen zu lesen. Und das war noch zu einer Zeit, wo ich sehr lesefaul war. Und mir hat einfach nur gefallen, was die Quintessenzen, die oft Fantasy-Filme erklären und natürlich diese fantastischen Elemente, die wir vielleicht, wenn man sich schon für Mythologie interessiert, dann auch nochmal spannender sind. Vor allem, man kann bestimmte Konzepte in einer fiktiven Welt, wo man ganz andere Dinge auch machen kann, aber trotzdem Konzepte, die bei uns existieren, nochmal neu erklären oder behandeln. Ja, ja. Das Fantasy ermöglicht manchmal auch, ja, die Fantasie zu beflügeln und einfach selbst schaffender zu wirken. Man erfindet eine Welt, eine Sprache, neue Kulturen und lässt dann so vielleicht auch seine eigenen Interessen mit einfließen. Und da habe ich auch, du kennst es bestimmt, die Elfen, die Drachen, die Zwerge habe ich gelesen. Und ich habe das immer so cool gefunden, wie man eine neue Welt erschafft, inspiriert wahrscheinlich auch durch Vorhandenes aus der Geschichte oder auch jetzt. Und das habe ich immer sehr toll gefunden. Und dann Avatar, The Last Airbender, ist auch eine meiner Lieblings-Fantasy-Serien. Und Star Wars ist Science-Fiction, aber Science-Fiction mag ich auch sehr gern, aber vor allem Star Wars. Ja. Bei Serien, ich bin auch sehr picky. Ja, ich bin sehr kritisch und manche Serien oder Filme fange ich an und dann lasse ich sie wieder. Ich könnte mich nicht erinnern, wann der letzte gute Fantasy-Film war, den ich gesehen habe. Bis vielleicht auf Superheldenfilme kann man ja auch ein bisschen als Fantasy bezeichnen. Und Klar. Da war die erste Generation auch sehr gut. Ich müsste mich jetzt erinnern, aber auch natürlich Anime, wenn sie Fantasy-Elemente haben. Aber am Ende des Tages ist es eben die Story. Wenn du eine gute Story hast und eine gut strukturierte Welt, die irgendwie funktioniert in ihr selbst und die Regeln auch Sinn machen, weil irgendwo, zum Beispiel, ich weiß, bei Naruto, dem Anime,
haben manchmal diese Machtverhältnisse und was möglich ist und was nicht möglich ist, keinen Sinn mehr ergeben. Deshalb habe ich es dann auch gelassen und nicht mehr weitergelesen. Mhm. Aber bei Herr der Ringe hast du ein High Fantasy. Aber die Strukturen, sie funktionieren. Es sind Regeln, die nicht gebrochen werden dürfen. Aus bestimmten Gründen, aber das ist argumentiert. Und deshalb war das sehr befriedigend. Und deswegen mag ich Fantasies, die diese Grenzen klar setzen und du deshalb auch das System verstehst. Ja. Weil es darf natürlich auch nicht unendlich sein. Weil sonst funktionieren vielleicht auch gewisse Plots nicht, gewisse Strukturen einfach nicht. Und das finde ich unglaublich spannend. Es ist eine Herausforderung, finde ich, einen guten Fantasy zu schreiben. Ja, das stimmt. Also jedem und jeder ist natürlich klar, wenn man ein Fantasy-Buch liest oder einen Film oder eine Serie anschaut oder so, dass das Fantasy ist. Die Welt als solche muss aber glaubwürdig sein, sonst funktioniert das nicht. Ne? Die muss glaubwürdig sein. So, ne? Das stimmt schon. Und woran du mich gerade erinnert hast, ich hatte eben schon über Judith Vogt gesprochen, die gerne so Fantasy-Geschichten oder auch Science-Fiction-Geschichten schreibt, die was mit der klassischen Antike zu tun haben. Bei ihrem ersten Buch Romanova, nicht ihr erstes Buch, aber bei einem frühen Buch von ihr Romanova, da wird zum Beispiel der Spartakusaufstand in den Weltraum verlegt, während sie jetzt aus dem Hannibal-Zug eine feministische Fantasy-Story gemacht hat und so. In denselben Kontext gehört Nora Bensko, die Geschichten um den Trojanischen Krieg als feministische Fantasy-Story neu geschrieben hat, in Die Götter müssen sterben. Und du hast gerade eben die Elfen gesagt, bei die Elfen war ja James Sullivan der Co-Autor. Und der macht das auch wiederum in Fantasy und Science-Fiction, so viel alte Geschichte aufzugreifen und so. Ne? Und auf Basis von alter Geschichte halt neue Geschichten, neue fantastische Geschichten zu schreiben. Und warum ich das jetzt gerade erzähle, ist die drei, James, Judith und Nora, die kommen nämlich demnächst nochmal alle drei zu mir in den Podcast und dann unterhalten wir uns zu viert über progressive Fantastik. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ist ja irgendwie eben auch ganz witzig, dass diese progressive Fantastik, also diese moderne Fantastik, die Sachen mal anders darstellen will, oft dann doch wieder mit so etwas Altem wie der Antike halt verknüpft ist, so irgendwie. Ne? Das ist schön, das ist richtig, richtig toll. Als du gerade Star Wars ansprachst und sagtest, das ist Science Fiction, muss ich sagen, aber bei Star Wars kann man ja auch immer schön sagen, ne? wir haben einen schwarzen Ritter, wir haben eine Prinzessin, wir haben Magie, das kann man auch noch als Fantasy gelten lassen. So. Und was ich mir und was ich mir dann gerade noch als letzte Frage stellte, ist Percy Jackson nicht was für dich? Das Problem, glaube ich, Percy Jackson ist, es sind ja eigentlich Jugendbücher. Ja. Da war ich nicht mehr in der Pubertät und dementsprechend bin ich nicht mit diesen Büchern aufgewachsen. Meine Schwester hat die Percy Jackson Bücher gelesen. Ich war dann mehr so Game of Thrones. Das war dann das Ding. Auch alle Bücher gelesen. Super, super gut. Aber Percy Jackson, ich habe dann, ich denke, den allerersten Film gesehen. War okay, aber ich glaube, dadurch, dass ich die Bücher nicht gelesen habe und sich doch viele Jugendliche sehr begeistert haben, und man sieht ja diese Fanbase immer noch, die auch jetzt die neue Serie ansehen oder sich darüber gefreut haben. Ich denke, das ist doch so wie mit Harry Potter Fans. Harry Potter Fans sind, Harry Potter ist zwar an Kinder gerichtet und vielleicht Erwachsene, die das mit ihren Kindern gesehen haben, können es auch lieben lernen, weil dort werden ja sehr erwachsene Themen auch behandelt natürlich. Ja. Aber die Fanbase besteht inzwischen ja fast nur aus Erwachsenen. Meine Schwester ist nicht mit Harry Potter aufgewachsen, obwohl es eine Kinder- und Jugendserie oder Bücher und Filme sind primär. Aber das sind, denke ich, und ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, primär Menschen wie wir, die damit aufgewachsen sind, auch herangewachsen sind und dementsprechend das auch primär sehen und das Fundament der Fanbase sind. Ja, denke ich auch. Da sprichst du gerade was an. Genau, da kommt ja jetzt die Serie. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ja, das hatte ich jetzt im Manuskript, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, dass du auch noch ein Faible für Fantasy hast. Gut, dass du das noch von selber erwähnt hattest, dass wir das auch noch kurz ansprechen konnten. Das ist ja doch wichtig. Ne? Das ist ja ein sehr, sehr schönes Thema. Ja, Alena, das hat mich super gefreut, dass du so kurzfristig Zeit hattest, heute
dich kurz mit mir zusammenzusetzen und über diese spannenden Dinge zu sprechen. Ich glaube, es ist im Gespräch jetzt mehr als deutlich geworden, dass ich deine Kanäle, die ich ab jetzt richtig aussprechen werde, als Alternative History sehr, sehr mag, ne, und dementsprechend auch sehr, sehr empfehlen möchte. Ne? Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Alenas Kanäle noch nicht kennt, ich werde das natürlich hier auf meinem Blog alles verlinken etc. Ne? Guckt euch das mal an, das ist wirklich richtig toll gemacht und da kann man einiges mitnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall und ich hoffe, Alena, dass da noch sehr viel von dir kommen wird. Ne? Und bis zum Jahr 30 im Podcast ist da ja noch was Zeit. Ne? Du bist gerade bei den Mykenern. Ne? Da haben wir noch ein bisschen vor uns und da freue ich mich drauf, das weiter zu beobachten. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch, dass es so spontan zustande kommen hat können. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und so viel vielseitig und vielschichtig auch. Ich liebe das. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so teilweise schon durch das Thema bedingt, ne? Dadurch, dass ich Antike mit Fantastik mische, hat man ziemlich viele Anknüpfungspunkte da überall. Nee, aber das freut mich. Und vielleicht, wenn wir irgendwann mal Lust haben, könnten wir vielleicht irgendwann nochmal drüber nachdenken, ob wir vielleicht irgendwann mal zum Beispiel über Alexander sprechen wollen, die Verfilmung oder sowas. Das könnte man sich mal so als Nachfolgeprojekt offen lassen. Gerne, gerne. Da hätte ich ja Spaß dran. Okay, dann vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank an euch. Schön, dass ihr bei diesem Gespräch dabei wart, zugehört habt. Schreibt gerne was in die Kommentare. Ne? Denkt dran, den Podcast gegebenenfalls zu bewerten, ihm zu folgen etc. Eure Meinung dazu in den sozialen Medien kundzutun. Vergesst auf keinen Fall bei Alenative History, bei Alena vorbeizuschauen. Und dann macht es gut. Bis demnächst. Tschö.